Mir kommt genau richtig. Es gibt eine Schokotarte mit Frucht und zwar in dem Fall Brombeer. Ich habe mir so eine ungefähre Vorstellung gemacht, wie meine Tarte aussehen soll. Was ich noch überlege, das mache ich jetzt während der Zubereitung, ob ich Puderzucker drüber stäube oder ob ich Kakao drüber stäube. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich mache aber einen Mürbeteig und die Zutaten zeige ich euch jetzt. Der schlaue Bäcker nimmt für einen Mürbeteig, für eine 24er Form, 200 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, 30 Gramm Backkakao, ein Ei und 120 Gramm Butter und ein bisschen Salz. Die Zutaten kommen alle zusammen in eine Rührschüssel und dann mit dem Flachrührer vermengen. Dauert so circa 1-2 Minuten. Den Teig knete ich auf der Arbeitsfläche noch mal kurz durch. Mache ihn zu einer Rolle, dann kommt er in Folie und den Kühlschrank. So, der Backofen ist vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und den Teig habe ich vor, ein Stückchen vorher auszurollen. Dann muss ich den nicht so quetschen in der Form. Dann kommt er in die Form. An den Rändern drücke ich den ein bisschen an. Was übersteht, mache ich ab und packe das dahin, wo es fehlt. Ich finde, das geht viel schneller. Ich mal die Kamera in der Hand halten. So, ich glaube, das ist schön gleichmäßig. Bleibt sogar noch ein Keks hinüber. Jetzt steche ich mir noch Löcher rein. Dann geht der Boden nicht so hoch. Aber ich mache ja noch Blindbacken. Da gab es irgendeinen Plan, habe ich in der Backschublade gefunden. Ich nehme es jetzt zum Blindbacken. Ich habe nur leider keine Erbsen, deswegen nehme ich Reis. So, und der geht jetzt 15 Minuten im unteren Drittel in den Backofen bei 190 Grad. Der Mürbeteig ist vorgebacken. Jetzt habe ich mir ein bisschen Butter hier ein bisschen näher an den Herd gestellt, dann wird die ein bisschen weicher. Und ich brauche jetzt Schokolade. Ich habe hier Blockschokolade und die Blockschokolade hacke ich mir ein bisschen klein. Ihr könnt auch Schokolade nehmen mit einem höheren Kakaoanteil. Ich glaube, die hat nur 60%. Gramm Schokolade kommen jetzt hier in den Topf, werden geschmolzen und dann kommt die Butter noch dazu und das Ganze wird schön verrührt. So, die Schokolade habe ich in Ruhe gelassen, die ist schön geschmolzen hier drin und jetzt schütte ich die Butter dazu und vermenge das miteinander. Der Mürbeteig ist wunderschön geworden, nicht hochgekommen, so soll es ja sein, deswegen macht man das ja mit dem Blindbacken. Die Schokoladenbuttermasse ist auch toll geworden. So, und dann habe ich jetzt hier 4 Eigelb, 200 Gramm Zucker, soll ja lecker werden und schön süß, und 2 Esslöffel Mehl und die 4 Eiweiße. Die schlage ich jetzt schaumig auf und die Eier mit dem Zucker ebenso. Wer mag, kann. Ich kann Arrak-Aroma dazugeben.
ein paar Tropfen, einfach weil es da ist und weil ich es gern benutzen möchte. Jetzt kommt die Schokolade dazu und dann das Mehl. Ich halbiere mir noch ein paar Brombeeren. Die möchte ich damit oben drauf machen. Und ich habe fertig Eischnee, schön aufgeschlagen, und meine leckere, gut riechende Creme, Schokocreme. So. Und jetzt kommt das Eischnee unter die Schokoladencreme. Und das ganze leckere Zeugs kommt jetzt in die Tartform auf den Mürbeteig. Und als Unterteilung setze ich mir jetzt hier Brombeeren drauf. So, und jetzt auf der mittleren Schiene bei 180 Grad Umluft 25 bis 30 Minuten backen. Dann ist der innen drin noch schön saftig. Wenn ihr lieber ein wenig trockener haben wollt, dann ein bisschen länger, 10 Minuten. Meine allererste Schokoladentarte ist fertig. Ich freue mich und ich habe mich für Kakao entschieden. Das habt ihr gesehen. Die Fruchteinlage habe ich versteckt vor dem Kakao und der Hebeboden ist noch unten drunter. Deswegen habe ich ein nicht allzu scharfes Messer, damit ich da keine Kratzer rein mache. Ich schneide vorsichtig, keine Angst. Der ist fertig. Ich freue mich. Wenn ihr das mal nachmacht und mir ein Bild auf Facebook schickt, freue ich mich noch mehr. Lasst ein Like da. Ihr kennt das ja. Bis dahin, Thomas.